Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Und heute gehen wir einer Frage nach, und zwar: Warum rollen wir eigentlich Aktienoptionen anders als Future-Optionen? Gibt es dafür einen triftigen Grund? Hat das Vorteile? Hat das Nachteile? All das und mehr jetzt im Video. Also, ihr wisst es ja, wenn ihr schon länger hier auf diesem Kanal dabei seid und auch so ein bisschen das verfolgt, was ich mache beim Optionshandel, was wir als Team machen beim Optionshandel, dass wir auf der einen Seite Aktienoptionen handeln, das heißt also Optionen auf Dinge wie Microsoft, Nike, Apple und so weiter, aber natürlich auch auf der anderen Seite handeln wir sehr, sehr viele Future-Optionen. Das heißt, wir handeln Optionen auf Crude Oil, auf Gold, auf die Bonds und so weiter. Und wer das Ganze genauso macht wie wir, der weiß, dass wir unterschiedliche Regeln anwenden, und zwar im Verlustfall. Tun wir am Anfang nochmal ganz kurz die Regeln hier darstellen. Wenn wir also eine Option verkauft haben, angenommen für 200 Dollar, dann müssen wir irgendwann mal, wenn es gegen uns läuft, die Reißleine ziehen und diese Option entweder im Verlust zurückkaufen oder aber wir müssen sie adjustieren, das heißt, wir müssen sie in eine längere Laufzeit, in einen anderen Strike oder irgendetwas anderes machen. Wir müssen sie also rollen. Und wir handhaben dies bei Aktienoptionen und bei Future-Optionen unterschiedlich. Bei Aktienoptionen kommt dieser Punkt, wenn sich die Option um den Faktor 2 verteuert hat. Das heißt, angenommen, wir haben die Option für 200 Dollar verkauft, das wäre eine sehr teure Aktienoption, dann würden wir sie rollen, wenn sie jetzt 600 Dollar kostet. Bei einer Future-Option machen wir das Ganze schon eher, nämlich dann, wenn sie sich von 200 auf 400 Euro oder Dollar verteuert hat. Das heißt, bei Aktienoptionen nutzen wir die sogenannte 200% Regelung und bei Future-Optionen nutzen wir die 100% Regelung. Und jetzt kam immer mal wieder die Frage, warum macht ihr denn da eigentlich einen Unterschied? Und wir haben uns hier mal im Team zusammengesetzt und haben überlegt, warum machen wir denn das überhaupt? Was ist denn der Grund, dass wir das machen? Und ganz ehrlich muss ich sagen, es gibt eigentlich keinen mathematisch hinterlegten Grund, warum wir das so unterschiedlich machen, sondern das beruht hauptsächlich auf zwei Dingen. Zum einen greifen wir hier natürlich auf Erfahrungswerte anderer Händler zurück. Das heißt also, was die Aktienoptionen betrifft, nutzen wir natürlich das Research, was viele andere vor uns schon geleistet haben. Also auf der einen Seite natürlich die CBOE, die größte Optionsbörse in Chicago. Das, was die Macher von Tasty Trade in den USA machen, die ja sehr, sehr viel geforscht haben und sehr, sehr viel Research gemacht haben. Und bei den Future-Optionen, da greifen wir auf das zurück, was ich damals vor über 10 Jahren in Chicago an der CME gelernt habe, als ich mehrere Jahre das Glück hatte, da mit Händlern zusammenarbeiten zu können. Und bei denen war das ganz einfach so, die haben gesagt, Future-Optionen, wenn du 100% im Minus bist, wird das Ganze gerollt. So, das heißt also, es sind sehr, sehr viele Erfahrungswerte, eigene und auch die, die wir von anderen übernommen haben. Wenn man aber ein bisschen darüber nachdenkt, macht es natürlich schon Sinn, hier auch ein bisschen unterschiedliche Regeln anzuwenden. Und zwar, was unterscheidet denn Aktienoptionen und Future-Optionen in der Art und Weise, wie wir sie handeln voneinander? Zum einen ist das natürlich die Laufzeit. Aktienoptionen handeln wir ja mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von ca. 45 Tagen. Bei Future-Optionen gehen wir ja etwas weiter in der Zeit. Das heißt, hier kann es durchaus sein, dass wir 60, 80, 90 bis hin zu 120 Tagen Restlaufzeit wählen, um entsprechende Optionen zu verkaufen. Und zusätzlich machen wir noch den Unterschied, dass wir andere Deltas wählen. Das heißt, bei Aktienoptionen schauen wir nach der ersten Standardabweichung. Das liegt so im Bereich Delta 15, 16 etwa. Bei Future-Optionen gehen wir dagegen auf Delta 10. So, das heißt also, wir haben bei Aktienoptionen kürzere Restlaufzeit, also schnelleren Zeitwertverfall, dafür aber höheres Delta. Das heißt, hier geht es alles ein bisschen schneller und deswegen müssen wir auch ein wenig mehr Platz lassen, bis wir das Ganze rollen. Bei Future-Optionen durch das geringere Delta und die längere Laufzeit dauert es ein bisschen länger. Allerdings, wenn es dann mal in Fahrt kommt, müssen wir auch was machen und deswegen greifen wir hier schon etwas eher ein, nämlich bei 100%. Letztendlich muss man aber ganz realistisch sein. Wenn man
die gleichen Regeln anwenden würde. Das heißt, wenn man Aktienoptionen auch schon bei 100% rollen würde oder aber wenn man Future-Optionen eventuell auch erst bei 200% rollen würde, dann würde sich wahrscheinlich am Gesamtergebnis gar nicht so viel ändern. Minimal, mal dem einen Fall ein bisschen besser und dem anderen ein bisschen schlechter, auf die Gänze gesehen würde sich das Ganze ausgleichen. Wichtig ist nur eins: Ihr braucht ganz dringend Regeln, wann ihr in Trades eingreift, die gegen euch laufen. Beim Optionsverkauf, wisst ihr, könnt ihr die Höhe eurer Gewinne nicht mehr beeinflussen. Ihr verkauft eine Option, dafür bekommt ihr eine Prämie und mehr als diese Prämie gibt es nicht zu verdienen. Was aber sein kann und was immer mal wieder passieren muss, ihr werdet eingreifen müssen, wenn der Trade gegen euch läuft. Und dann müsst ihr unbedingt etwas tun, und weil sonst könnt ihr euch ein Trade 10, 20, 30 Trades wieder kaputt machen. Und deswegen gibt es diese Regeln, dass man sagt, okay, ab einem bestimmten Punkt greift man ein, adjustiert diese Optionen, rollt sie nach hinten, nach oben, nach unten, je nachdem, was man da gerade hat. In der Praxis haben wir sehr oft festgestellt, dass sehr viele Händler, egal ob die jetzt bei uns das Coaching gemacht haben, ob die aus anderen Bereichen kommen, aber die im Optionsverkauf tätig sind, dass jeder erfolgreiche Händler im Laufe der Zeit die Regeln so ein bisschen nach seinem eigenen Gusto anpasst. Das heißt, ich kenne Händler, die sagen, bei 100%, egal ob Future oder Aktienoption, roll ich. Ich kenne aber genauso Händler, die sagen, ich mache das erst bei 200%, auch egal ob Future oder Aktienoption. Und wir selbst machen eben diesen Unterschied, dass wir sagen, okay, Aktienoptionen bei 200%, Future-Optionen bei 100%. Wichtig ist nur eins: Du musst deine eigenen Regeln finden. Diese Regeln müssen einen positiven Erwartungswert haben und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, du musst deinen Regeln dann treu bleiben. Das heißt, du kannst ja nicht sagen, ich roll bei 100% und weil dir der eine Trade besonders gefällt und ein bisschen gegengeschleift, ach komm, den rolle ich jetzt mal bei 200. Also wenn, dann musst du dich festlegen. Entweder oder, du kannst keinen Mischmasch machen, nicht hin und her springen, dass du sagst, mal rolle ich die Future-Option so, mal rolle ich sie so, weil du sonst einfach keine richtig statistisch auswertbaren Trades mehr machst. Und jetzt geht es nicht um die Statistik, sondern du machst einfach keine nachvollziehbaren Trades mehr, du machst keine wiederholbaren Trades, du holst einfach den Faktor Glück und Zufall viel zu stark in dein Trading hinein. Wenn ihr auch solche Fragen habt, die bestimmte Regeln im Optionshandel betreffen, dann schreibt mir das Ganze hier unten in die Kommentare und ich werde versuchen, euch diese Fragen hier mit in den nächsten Videos zu beantworten. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr dieses Video positiv bewertet, wenn ihr es teilt und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann klickt einfach auf den Abonnier-Button. Es kostet euch nichts und ihr verpasst kein Video mehr. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg an den Börsen. Servus, macht's gut. Bye, bye.